Hallo zusammen, willkommen zurück zu Dragon Quest Builders. Weiter geht's hier mit meiner Stadt. Ich habe natürlich wie immer ein bisschen vorgebaut, beziehungsweise ein bisschen was gemacht, damit ich euch ein bisschen was anderes zeigen kann, beziehungsweise damit es auch ein bisschen weitergeht. Ich habe letzte Mal allerdings nicht gespeichert. Ich glaube, man hat es im Part gesehen. Es war sehr, sehr doof. Deswegen musste ich hier verschiedene Sachen nochmal neu machen. Also einmal die Hütte hier bauen, habe jetzt auch verschiedene Ausrüstungsgegenstände drin. Mein Siedlungslevel oben links ist auf 5. Zweite Portal, klar, ist da und ich soll jetzt wieder was Neues bauen. Zum einen habe ich einen Wachturm gebaut, der hängt jetzt hier oder der steht jetzt hier. Eigentlich nur ein Dreckturm mit einer Leiter dran und Efeu und eine Fackel, ganz wichtig. Aber ich soll jetzt, wie man hier sehen kann, ein richtig krasses Tor bauen. Ich habe jetzt schon mal hier links und rechts die Mauer erweitert. Also hier und da und hier in der Mitte soll jetzt so ein mega krasses Tor hin. So groß. Und ich glaube, ich muss sogar von innen nach außen machen. Warte mal. Es soll ja nach außen hin aufgehen. Sekunde. Jawoll. Es geht nach außen hin auf. Sehr gut. Das ist eh cool hier. Achte mal. Achte mal auf die Musik. Hier ist so der Turn, wo innen und außen ist. Okay, okay, ich brauche jetzt erstmal ganz, ganz viele Steine, damit wir das da bauen können. Dann brauchen wir die Feuerspeier, die sind auch drin. Das ist wohl herausnehmen. Ein Eingangstor, wo halt auch, wie heißt das, wo auch eine Verteidigung hinter ist. Also es macht Feuer und die Angreifer werden verbraten. Ich hoffe, das funktioniert auch alles soweit. Sieht aber auf jeden Fall mega cool aus, wenn man sich den Plan gleich mal komplett anguckt. So, warte mal, die Speier sollen hier hin. Und zwar zur Mitte sollen die reichen. Ja, andere Seite auch. Natürlich, damit die... Genau, damit die Feuer machen. Sehr gut. Also man sieht, man kann richtig viel bauen mittlerweile. Und es wird auch immer mehr. Hui. Ich glaube, die Mauer muss ich aber höher bauen. So. Und ich glaube, das sind auch die Steine, aus der die Mauern gebaut werden. Obwohl, ich finde den Stein in der Stadt eigentlich ganz cool. Barrikaden muss ich auch noch bauen. Und ich glaube, ich muss das sogar noch höher bauen, aber das sehen wir gleich. Weil wenn man sich den Plan mal genau anguckt, dann sieht man auch, wie es aussehen soll. Das wollte ich jetzt noch nicht am Anfang machen. Sondern ein bisschen später. So, jetzt kommen die Stacheln, Achtung. Alter, die verbrennen mich ja auch. Was ist das denn? Ist ja schön, dass die alles verteidigen. Nein! Okay, sehr gut. Okay, Memo an mich. Feuerspeier immer zuletzt bauen. Die muss ich übrigens aus dem Tempel rausholen, wo mega krasse Monster drin waren. Okay, schnell durch. Aber warte, wir müssen eh mal gucken, wie der Plan gemacht ist. Warte mal, Optionen. Gebäude, Pläne und Stachel, Stahl, Wall. So, da sieht man auf der linken Seite. Also man muss... Ah. 4 hoch sogar. Krass. Und dann brauche ich noch 10 Barrikaden. Ich glaube, ich baue gleich mal die Steinspeier da weg. Und Blöcke müsste ich genug haben. 10 Barrikaden und 2 Fackeln noch. Moin. Okay, bauen wir mal 2 Fackeln. Also Wandfackeln, oder wie die Dinger heißen hier. Wandleuchte. Nein! Achso, wollte schon sagen. Ich dachte, ich muss wieder farmen gehen. Aber was ich richtig gut finde, das wäre eigentlich auch in anderen Sachen mal ganz gut, dass er quasi alle Materialien nimmt, die irgendwo in der Kiste schon liegen. Also das ist durchaus gut gemacht, weil ich brauche noch 8 Stacheln, ne? Waren hier schon? Bitte, bitte, nur 8 Stacheln brauche ich. Hi Roy. Na, ich will nicht mit Roy reden, warum? So, warte. Da, Stachelfalle. Und ich habe gesehen, da sind noch die Barrikaden drin. Wie viel brauchte ich denn davon? Nochmal 10? Ich glaube ja. Okay. Obwohl, ich lasse die Speier da. Ich schaff's auch so. Ah, jetzt weiß ich, warum der Wachturm da auf der Seite ist. Da kann man hoch zum Bauen. Guck. Voll gut. So, warte, hier geht's zwei. Genau, hier geht's wieder 2 hoch. Das ist gut. Und zum Glück ist das Bauen nicht so fummelig. Das ist eigentlich ganz gut gelöst, wenn man so möchte. Warte, runter. Oben. Okay, außer macht einzelne Blöcke. Obwohl, das geht, glaube ich, auch noch. Muss ich halt so ein bisschen da reinfinden. So. Guck mal, gleich ist wieder dunkel. Ganze Nacht gebraucht, das Ding zu bauen. Da gehen wir wieder hoch. Also die Wand ist schon groß. Ich habe mir auch mal andere Let's Plays angeguckt. Manche bauen einfach nur so einen riesigen Kasten um die Stadt rum.
Das total kacke aussieht. Also ich möchte schon, dass es irgendwo aussieht wie eine Stadt. Also irgendwo schon so, dass man denkt, ja, da könnte ich wohnen. Das ist cool. Und man muss momentan auch nur die Stadt von einer Seite sichern, weil die Monster greifen immer nur von Westen aus an. Haben die mir gesagt. Also von da. Das ist Westen. So, warte mal. Fackel. So, Sekunde. Wo kommt denn nun mal die Fackel hin? So, warte. Jetzt. Der macht ja die ganze Zeit Feuer. Okay, ich mach die mal weg. Voll die krassen Viecher, ey. Dann kann ich ja nicht in Ruhe die Barrikade dahin bauen. Aber ich kann ja quasi jetzt... Dankeschön. Kann ja quasi so da eben hinbasteln. Zum Glück macht die Stacheln mir keinen Schaden. So, jetzt kommen die Stacheln hier noch hin. Dafür brauchen wir ja irgendwie... 24 oder was das war. Jetzt kommen die Speier dahin nochmal. Oh Mann, oh. Wie ein Monster erscheint, wo? Nein, falscher. Oh, ne, schnell weg. Damit habe ich mal alles kaputt. Ein simples Schlafzimmer wurde zerstört. Nein, die greifen irgendwo an. Oh. Aber das schaffen die doch, oder? Lass mich doch zu Ende bauen. Voll gut. Ich vertraue meinen Leuten. Jetzt habe ich mich eingebaut. Ausgezeichnet. So, okay, warte. Ein Raum. Boah, jetzt gehe ich mal dahin. Jetzt habe ich die Faxen dick. Jetzt gibt er auf die Fresse. Ja, genau. Jetzt hat er zerstört. Jetzt haben sie kaputt geschlagen, weißt du? Aber gut, ist ja nur aus Erde irgendwie gemacht worden. Kein Wund. Ja, ich baue einen leeren Raum, dankeschön. Und das Massenschlafzimmer? Fertig. Ein simples Schlafzimmer. So, warte. Ne, da liegt. Da liegt mein Müll rum. Die spawnt ja auch mal irgendwann, das wäre voll cool. Genau, jetzt machen wir das so. Hier rein. Dadurch, jetzt kommt der Speier, pass auf. Und da muss ich echt gucken. Es wird noch. Da muss ich echt gucken, wo ich die Fackel nochmal anbringen muss. Na, warte mal, jetzt gehen wir direkt hier drauf. Wird schon wieder dunkel, Alter. So, Gebäude, Baupläne, Stachel, Stahlwall. Und wir müssen auf der ersten Wand das bauen. Also. Warte. Ah. Okay, das ist dann doch ein bisschen fummeliger. Machen wir mal so. Machen wir so. Jawohl, und es leuchtet. Das eine machen wir gleich weg. Jetzt kommt hier noch einer hin. Kann ich das vielleicht auch so bauen oder setze das dann irgendwo hin? Nein, nicht genug Platz. Okay. Auch nicht. Also man muss schon in die Richtung gucken. Vielleicht ist drücke ich auch was falsch oder gab schon mal einen Patch dafür. Keine Ahnung. Aber ich muss mir halt eine Bauhilfe bauen. Ich meine, es ist auch nicht so schlimm. Fertig, Mann! Dip, dip, fertig. Okay, warte mal, jetzt brauchen wir noch den dicken Hammer und mach dann... Guck mal, da kommt er raus. Da kommt er raus. Ausgezeichnete Arbeit. Dankeschön. Wie krass der drauf ist, ne? Hui! Genau, wir sind vor Angreifern sicher und dann laufen die einfach am Rand vorbei. Ach stimmt, du musst auch so einen Golem töten, weil so ein Golem hat ursprünglich die Stadt zerstört und der soll wohl irgendwann wiederkommen. Und deswegen habe ich halt diese riesige Wand eröffnet. Ah, guck mal, macht aber jetzt echt Sinn. Die Treppe hier oben. Auf der anderen Seite würde das auch nochmal Sinn machen. Ich will den Plan nicht. Ich will Lebenssamen haben! Kleiner Tipp, wenn ihr Lebenssamen habt und das Ganze spielt, momentan ist es noch nicht so schwer, aber ihr könnt die Sachen nehmen, auch um euch komplett zu heilen. Also einfach in der Leiste lassen, wenn ihr ein bisschen Luft habt und wenn es eng wird, dann essen und dann geht's ab. Debito, mein Junge, unsere Stadt wächst von Tag zu Tag. Eine Entscheidungsschlacht gegen die Monster wird nicht mehr lange auf sich warten lassen. Meinst du nicht auch? Stell dir mal fest, ich finde, es wird Zeit, ein bisschen mehr Arbeit in die... Was? Ich habe die ganze Zeit hier gebaut.
Verteidigungsanlage auf den neuesten Stand bringen und die mal für den Monsterangriff besser verbessere unsere Stadt nach eigenen Gutdünken. Hä? Okay. Oh, ein Kantlenschild. Gut. Gib mir den Plan, dann baue ich das. Wie er mal erzählt, weil er bewegt die ganze Zeit die Arme in irgendeine Richtung. Mission abgeschlossen. Und dann bekommt man 3 Stahlbarren. Weißt du, was ich für die Mauer bezahlt habe? Okay, warte. Wir bringen mal alle Sachen hier in die Truhe. Ich würde mal sagen, dass wir die irgendwann in der Mitte der Stadt aufbauen. Das ist echt die Truhe, wo man am meisten hingeht. Wachturm haben wir gebaut. Ja. Push down. Passt nicht. So, dann tun wir die Sachen da rein. Also wenn man das quasi irgendwo hat, dann stacken die halt. Gut. Okay, wir gehen schlafen und dann geht's ab. Aber ich habe gar kein Bett. Oh, der eine auch nicht. Lol. Da fehlen ein paar Betten. Warte mal. Guck mal, er hat kein Bett und ich auch nicht. Voll gemein. Dabei ist er so müde bestimmt. Aber ich kann nur momentan diese komischen Strohbetten bauen, ne? Okay, machen wir noch 2 Stück. Bauen wir so viele wir können, dann passen hier 300 Leute rein. So. Komm mit. Ah, ne, warte mal, Schlafzimmer. Das ist ein simpler Raum. Wir schlafen jetzt hier, komm. Du bist auch so müde wie ich. Hier, komm. Gucken, checkt er sofort, dass hier ein Bett ist? Glaube nicht, ne? So, schlafen und dann holen wir die riesige Monsterhorde. Weil die Stadt habe ich wohl schon nach Gutdüngen verbessert. Schon im Vorfeld. Plus 30 Punkte, Mann. Bereit für den Kampf. Jo. Komm, auf in den Kampf. Schwert rausgeholt. Bin echt mal gespannt, was hier so geht. Ja. Guck mal, wollte schon sagen. Oh, die werden aber gut gegrillt, ne? Das ist ja nicht so. Das ist ja immer ganz gut. Ja, genau. Nein! Jetzt haben die Stacheln am Boden entfernt. Eisenskorpione erscheinen. Komm, komm hier hin. Alter, guck mal, der ist fast down. Oh, der Anführer der Monster erscheint. Und ich habe nichts gemacht. Also im Grunde sind die einfach in die Falle gelaufen. Ja, reparieren. Das ist ein bisschen schade. Eigentlich müsste man das irgendwie sichern können, dass man nicht immer unbedingt seine ganzen Sachen kaputt haut. Dass man sagt, weiß ich, Safe Mode aktiviert. Für den Steinwall. Aua. Stahlwall. Ist ja kein Steinwall mehr. Ja, gib mir dein Loot. Die Monster wurden besiegt. Phase 1. War jetzt nicht so krass, wenn ich ehrlich bin. Ah, ein grünes Teleportal. Und achtet auf die Fahne. Bäm, Alter. Dicker. Die dickere Fahne. Und kommt jetzt noch einer? Jawohl, gerade. Kommt jetzt noch jemand an, der meine Hilfe braucht? Komm rein. Voller Häuser. Macht Spaß. Hä? Hier gefällt es mir. Ich meine, sorry, dass ich so die Texte einfach überspringe, aber ich will im Grunde, ja, den bösen Fürsten aufhalten und das schnell. Nein, Quatsch. Ich möchte halt mehr machen, anstatt lesen. Dabei kann ich gar nicht lesen. Nur manchmal. Okay, warte mal. Wie man sogenannte knallige Kugeln herrscht. Boah, das ist ja mal cool. Knallige Kugeln haben bestimmt alles in Luft jagen mit, ne? Guck mal. Guck mal, wie krank der redet. Bau knallige Kugeln. Eine explosive Stahlkugel voller fieser Fragmente. Kannst du jetzt bauen? Baue ein paar knallige Kugeln. Okay, machen wir. Wir brauchen, wie gesagt, so einen Teleportalraum. Teleportalraum? Ein Portalraum wäre schon cool. Okay, aber zuerst knallige Kugeln. Haben wir hier schon mal nicht. Hier. Ah, oh, ein Kriegshammer. Wow. Was brauche ich denn dafür? Ah, ein Skorpionhorn. 1 noch, okay.
Warte mal, hat er mir gerade gesagt, wo ich die bauen kann? Weil ich... Ah, lol. Dafür brauchen wir Felsenbombensplitter. Wo kriegt man die denn her? Das hat er mir nicht gesagt, bitte. Ah ja, ich kann mir schon denken, wo man die herkriegt. Weil wir haben ja hier dieses wunderschöne Portal. Ich mach das mal hier hinter einfach. Hui! Ein Portal auf eine andere Insel wurde eröffnet. Ja, boah, schnell weg. Die klatschen wieder alle. Neue Monster, neue Sachen zu finden. Hier ist bestimmt eine Kugel drin. Ich tippe mal auf grün. Oh, wow! Wer hätte das bei einem grünen Portal gedacht? Und jetzt können wir hier die neue Welt erkunden. Ein neues Gebiet. Gut, Sand ist sehr alt. Ein paar komische Hasen hier. Oh. Mein Schwert ist so klein, ne? Also kurz. Zack. Hängt das da fest. Aber die droppen flauschiges Fell. Ritterrüstung, Alter. Ich frage mich echt, also es geht ja relativ schnell. Ich frage mich echt, was hier noch alles kommt. Ja, genau. Oh, was ist das denn? Alter, ich brauche was zu essen. Ich brauche was zum Heilen. Das ist was zum Heilen. Ne, das ist was zum Heilen. Ja, danke schön. Boah. Neun Schaden. Nur warte mal, ich nehme mal meinen Hammer raus. Sechs. LOL. Der ist immer krass. Aua. Kamika. Boah. Ich glaube, der... Ohne Witz, ich glaube, der wollte explodieren. Kann das sein? Jetzt habe ich einen davon. Ich brauche drei Stück für eine knallige Bombe. Ich würde sagen, wir heilen uns mal ein bisschen und gehen mal zurück. Ich guck mal eben, was für Rohstoffe hier noch hängen. Da ist Rubin, Kohle, Eisen. Da hinten ist auch noch was. Und es wird langsam voll. Ich hau mal ab hier. Wie gesagt, ich brauche unbedingt ein paar Heilsachen, die uns ein bisschen heilen. Aber sieht auf jeden Fall interessant aus. Stufe 4 hat unsere Stadt, ein riesiges Banner. Oh, ich glaube, die ist neu. Hi. Ne, die ist gar nicht neu, oder? Ist immer voll geil, weißt du, jetzt ziehen die Leute sich immer um, seitdem ich die Kleiderkammer da hinten habe. Baue ein paar knallige Kugeln und ein paar Räume wäre mal eigentlich ganz cool. Passt auf, wenn ihr mehr davon sehen wollt, gebt mir einen Daumen nach oben. Schreibt rein, was ich jetzt machen soll. Also das neue Gebiet erkunden steht auf jeden Fall auch an. Aber ich würde fast schon sagen, dass wir diesen Dreckhaufen mal abbauen. Und anfangen, vielleicht die Stadtmauer ein bisschen weiterzuführen. Können sogar ein Stück noch weiter am Rand. Und dann gehen wir her und bauen mal ordentliche Räume für die ganzen Leute. Weil momentan haben wir nur so einen Gruppenschlafplatz für 5 Leute. Und ich glaube, jemand ist noch dazu gekommen. Theoretisch würden hier 6 drin schlafen, wenn ich da auch noch drin bin. Aber gut, haut rein und... bis zum nächsten Part von Dragon Quest Builders. Tschüss!